Flexi, funktioniert's? Oh mein Gott, Flexi, es klappt. Lucky, das machst du echt gut. Wir müssen trotzdem Aiwoki befreien und es funktioniert nicht, wenn er den Shit dran hat. Grinch, weh, du machst eine falsche Bewegung. Flexi, hörst du das? Ja, erkennst du nicht die Stimme? Doch, ich glaub schon. Ich glaub, das kann doch euer sein. Gaby! Was machst du denn hier? Jungs, ich hab einen Grinch-Diss-Track produziert. Jungs, wie fandet ihr meinen Diss-Track gegen Grinch? Wir fanden den richtig geil, Gamey. Der war der Hammer. Danke. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, lasst jetzt mal einen Daumen da. Genau, Freunde. Für alle, die ihn noch nicht gesehen habt, klickt jetzt hier oben rechts auf die Infokarte und schaut ihn euch an. Ich muss jetzt aber auch wieder los. Ich hab was zu klären. Gamey, aber wohin musst du? Gell? Ich muss was mit Ayurvine am Telefon klären. Ihr wisst doch, Frauen. Wie? Bist immer noch mit Ayurvine zusammen? Ja, so mehr oder weniger. Das ist gerade so eine On-Off-Beziehung. Ich weiß selber nicht. Gamey, das hört sich ja übel kompliziert an. Ich will nicht in deiner Haut stecken. Musst du noch so viel klären. Deswegen muss ich jetzt auch los, Jungs. Lucky, lass los. Bitte, Lucky, ich muss gehen und das klären. Ich glaube, er will nicht, dass ich gehe. Alles klar, Gamey. Mach's gut, wir sehen uns. Und vielen, vielen Dank nochmal für den Diss-Track. Viel Glück mit Ayurvine. Ciao. Ciao. Ciao, Jungs. Lucky, mach's gut. Ich komme bald wieder. Mit grüner, heller Haut. Er baut doch immer Scheiße, weil er die Geschenke klaut. Verkleidet sich als Weihnachtsmann und ist nicht mehr fett. Alles, was er macht, finde ich ganz und gar nicht nett. Und weil er unseren Weihnachtsmann nicht in Ruhe lässt, zerstört er jedes Jahr unser schönes Weihnachtsfest. Der Grinch ist einfach dumm und das muss ich nicht sagen. Er liebt unseren Lack, dafür könnte ich nicht schlagen. Gewalt ist keine Lösung und das wissen wir alle. Deshalb stellen wir dem Grinch eine richtig krasse Falle. Komm her, Grinch, komm her! Am Start, Grinch. Halt dich lieber fest, denn ich geb dir richtig hart. Und was hast du da an? Glaubst du wirklich jetzt, Walla, du wärst Weihnachtsmann? Du siehst so aus wie Piccolo aus Dragon Ball Set. Aber glaubst den kleinen Kindern die Geschenke einfach weg? Und dann machst du jedes Jahr den Weihnachtsmann kaputt. Wir geben uns für Mühe mit dem ganzen Weihnachtsschmuck. Ich werd dir noch was sagen und dann halt dich nicht mehr weg. Du bist einfach erbärmlich und ich hoffe, du verreckst. Grinch, du bist nicht Weihnachtsmann. Wieso das getan, kleiner Licht? Warum magst du Weihnachten nicht? Warum bist du hässlich grün und klein? Warum lässt es sich einfach sein? Denn ich bin Gaby und rappe meine Texte, ja. Weil er böse zu uns ist, werden wir grüßen grüne Saal. Die Reise ist vorbei und jetzt muss nächstes Jahr. Wir schicken dich Zeit, auf Wiedersehen. Gaby hat die extra die Kordel da gelassen zum Spiel. Ist echt so. Guck mal, Freunde. Lucky wollte ja nicht, dass Gaby geht. Deswegen ja. Hat Gaby ihm die Kordel da gelassen. Aber wie nett von Gaby. Ui, die riecht sogar noch nach Gaby, die Kordel. Flexi, was sollen wir jetzt machen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen noch Aiwoki befreien. Nein. Freunde, der Grinch hat da muss ich mich setzen. Das kann ich nicht im Stehen machen. Hoch ins Hauptquartier. Ja, kommt mit. Dann lese vor, was er geschrieben hat. Freunde, wir blenden es euch hier ein. Der Diss-Track war gut. Das stimmt. Aber ich bin mega sauer auf euch. War nicht anders zu erwarten, oder? Krass, das heißt, wir haben voll ins Schwarze getroffen mit Gaby seinem Text. Der Hammer. War's auch. Er hat noch mal was geschrieben. Les! Ich werde Aiwoki etwas antun müssen. Warum?
Wahrscheinlich, weil wir ihn verletzt haben. Aber Freunde, was in dem Song vorkam, war doch nur die Wahrheit. Stimmt, Flexi, aber wir hätten eigentlich nie einen Diss-Track machen dürfen. Wieso das denn? Also lass mich dir kurz erklären. Wir waren damals... Hier ist ein QR-Code. Ich habe hier einen QR-Code-Scanner. Oh. Was steht da? Oh mein Gott. PS. Wagt es ja nicht, einen Diss-Track gegen mich zu machen, so wie ihr es mit Forky gemacht habt. Denn ich bin der Grinch. Das hast du mir nie erzählt! Ich weiß, Flexi, es tut mir leid. Aber wir hätten es einfach nicht machen dürfen. Freunde, ihr erinnert euch doch noch sicher an den Wald, oder? Was machen wir jetzt? Hast du mir nie gesagt? Er will Ayuwoki was antun. Schreib ihm! Schreib ihm zurück! Okay, du hast recht. Ich habe ihm jetzt geschrieben, lass Ayuwoki in Ruhe! Sehr gut! Anders können wir ja nicht schreiben. Ja, aber das müssen wir. Lucky, schaut mal, Freunde. Lucky macht Gamies Cordel kaputt. Lass ihn doch spielen. Du hast recht. Nein, das werde ich nicht. Brenzlig, brenzlig, oder? Ich schreibe bitte, bitte, bitte. Ja. Emoji, Emoji, Emoji. Battle-Emoji. So. Jetzt können wir nur abwarten und hoffen, dass er ein Gutmensch ist. Aber er ist kein Gutmensch. Vielleicht war der Diss-Track auch zu hart. Freunde, wie gesagt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, klickt jetzt oben rechts auf die Infokarte, schaut euch den Diss-Track an und kommentiert, wie ihr den Diss-Track fandet. Zu hart oder nicht? Also ich fand den Song genau richtig. Flexi hat geantwortet. Und was? Es ist zu spät. Es ist niemals zu spät. Wahrscheinlich ist es doch zu spät, er sagt's doch. Nicht, dass Ayuwoki jetzt was Schlimmes antut. Glaube ich nicht. Wir befreien den, wir schaffen das. Freunde, zeigt uns eure Unterstützung. Drückt jetzt den Daumen nach oben, damit wir sehen, wie viele von euch wollen, dass wir es schaffen. Was ist, wenn wir es nicht schaffen, Flexi? Das glaube ich nicht. Wir haben es bis jetzt immer geschafft. Flexi hat noch was geschrieben. Ein Lob muss ich euch aber geben. Ihr habt wenigstens nach dem Musikvideodreh aufgeräumt. Woher weiß der das? Das wissen doch nur wir. Wir haben es euch nicht gezeigt. Wir haben es rausgeschnitten aus dem Musikvideo. Klar machen wir sauber. Frag ihn. Oh mein Gott. Woher weiß der das? Woher weißt du das? Was? Freunde, er schreibt, ich war dabei? Wieder war dabei. Das kann doch nicht sein, es waren doch nur wir drei. Du, Gamey und ich. Natürlich Lucky auch noch. Hä? Oh mein Gott. Ich glaube, wir sollten uns das Video nochmal anschauen. Wir sollten uns das Video unbedingt nochmal anschauen. Okay, Freunde. Ist er da drin? Schau uns das kurz an. Ja. Der soll da drin sein. Ich verstehe es nicht, ich glaub's nicht. Okay, an die Szene erinnere ich mich noch. Ja, ich erinnere mich an alles. Da ist meine er. Das? Nee, das glaube ich doch nicht. Glaube ich auch nicht. Ich denke, das ist eine Kreatur mit grüner, heller Haut. Er baut doch immer Scheiße, weil er die Geschenke klaut. Verkleidet sich als Weihnachtsmann und ist nicht mehr. Oh mein Gott, Flexi, Freunde! Und wie schnell du ihn gesehen hast! Oh mein Gott, ihr hattet recht! Lucky, was ist denn? Hast du auch den Grinch gesehen? Ich fass es nicht, Flexi. Ich auch nicht. Freunde, wir müssen dem Grinch antworten, er hatte recht. Schreib den Grinch! Was hast du in unserem Musikvideo zu suchen? Der Penner, Mann. Auf jeden Fall schreibe ich dem das. Das war unser Song. Okay. Halt über ihn. Das ist krass. Mal gucken, was er jetzt antwortet. Er hat geschrieben! Sag. Wie? Einfach so aus Spaß? Was soll das? Freunde! Wieder diese Spielchen. Wir wollen Ayuwoki zurück. Na, ja, er hatte doch seinen Spaß. Und er war sogar ein Song. Lucky, der gehört mir, der Stift, okay? Flexi. Was? Ihr bekommt Ayuwoki wieder. Unter einer Voraussetzung. Unter welcher? Was? Nein! Oh mein Gott, Freunde. Ihr werdet nicht glauben, was er geschrieben hat. Ist das die Voraussetzung? Die ist mega krank. Mhm. Freunde, er hat geschrieben. Ihr müsst Steine essen. Wie? Ich versteh's auch nicht. Steine? Wie Steine essen? Habt ihr schon mal Steine gegessen? Vergiss es. Direkt vergiss es. Ich esse doch keine Steine. Ich beiß mir nicht die Zähne aus. Ja, aber lass dich doch erstmal drauf ein. Für Ayuwoki. Du weißt nicht, was für Steine. Meint er Klosteine? Ich weiß es nicht, Flexi. Vielleicht meint er auch Lego-Steine. Oh. Er hat geschrieben. Oh mein Gott. Woher weiß er das? Bevor ihr euch jetzt fragt, welche Steine ihr essen müsst, werde ich euch bald ein Paket vor die Tür stellen. Ich habe gerade echt überlegt, wir haben echt überlegt, welche Steine. Hey, nicht, dass ihr uns wieder verwanzt hat, wie der Game Master damals. Schau mal, glaub ich nicht. Hier hinten war letztes Mal was versteckt. Hey, hier ist nichts. Kannst du dich noch erinnern an die Szene? Klar. Oh mein Gott. Der hat doch nur geraten. Wahrscheinlich echt. Komm. Aber weißt du, was mir da einfällt, Flexi? Was? Er hat geschrieben, er wird bald ein Paket vor unsere Tür stellen. Es ist unsere Chance, ihn zu schnappen.
Wir warten uns, verstecken uns, positionieren uns, beobachten ihn aus verschiedenen Winkeln. Mit dem Kamerad aufstellen, aber. Ganz genau. Und wenn er vor der Tür ist, schlagen wir zu. Wir halten es auf versteckte Kamera fest. Das ist gut. Wenn er uns die Steine bringen will, ja. Kleine Falle. Perfekt, Freunde, oder? Was meint ihr?